Das ist ja cool. Wir sind in Bremen losgefahren und jetzt sind wir wieder in Bremen angekommen. Hat sie euch? Meine Güte, seid nicht so taub, ey. Ta 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 ta, ein Kölner Dom. Nicht mich überfahren, nicht mich überfahren, Mann! Hey, ich muss hier auf jeden Fall so schnell wie möglich raus. Das sieht doch gut aus, oder? Da gehe ich jetzt mal ein kleines bisschen rein. Hier sind offensichtlich auch Hunde kein Problem, dann darf der Hund auch mal ein bisschen. Der Platz lädt einfach, also der bettelt förmlich darum, dass man hier bleibt. Wunderschönen guten Tag aus Wermelskirchen, genauer die Hinterhufe von Wermelskirchen. Die Vorderhufe sind da vorne. Ja, der Freund, der mich hier eingeladen hat, hat mir leider verschwiegen, dass er mitten auf dem Berg wohnt. Also wirklich mitten auf dem Berg. Wir sind jetzt hier auf, ich glaube, 280 Höhenmetern. Ja, gestern hat mich Komoot dann hier noch wundervollst durch den Wald geschickt. Hab wenigstens diese wunderschöne Quelle entdeckt. Der Bach übrigens ist tatsächlich Quellwasser, direkt aus der Quelle mehr oder weniger. Heute fahren wir mal ohne Navi. Es geht natürlich weitestgehend bergab, grobe Richtung Köln. Ich versuche mal nicht durch Köln komplett durchzufahren. Ja, und wir haben heute mit dem Schwiegervater meines Freundes zusammen in seiner Werkstatt den Hundetrailer mal wirklich repariert mit einem alten Stück Stahl, was irgendwie vor 20 Jahren auf irgendeiner Baustelle mal übergeblieben ist. Das hat jetzt einen neuen Verwendungszweck als neues Chassis. Ja, es gibt kein Klappergeräusch hinten mehr. Es ist richtig, richtig komfortabel. Der Anhänger ist jetzt wieder gefedert. Und ich glaube sogar, so wie wir das gebaut haben, wird das vielleicht für die gesamte Tour halten. Ich werde trotzdem noch mal Ausschau halten, ob ich jemanden finde, der da noch mal eine Schweißnaht drüber setzt. Ja, aber erstmal alles sehr schön. An dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz vielen Dank an den Schwiegervater. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Freue mich sehr, dass wir jetzt ungestört weiterfahren können. Ja, das hier ist natürlich, wenn man jetzt rasen wollen könnte, ne, wenn ich jetzt hier nicht die ganze Zeit bremsen müsste, traumhafte Fahrradstrecke. Die Brücke ist hier nach dem Hochwasser letzten Jahres noch gesperrt. Komme ich denn hier irgendwie durch? Oh nö. Wie soll ich denn da durchkommen? Warte, Barney. Warte immer noch. Genau ausgemessen hier die Baustelle für mich. Das ist ja cool. Wir sind in Bremen losgefahren und jetzt sind wir wieder in Bremen angekommen. Es sieht ein bisschen anders aus als das Bremen, was ich kenne. Ich fürchte, dass das nicht das Zuhause Bremen ist. Nee, das ist nicht mein Bremen. Das ist ein anderes Bremen. Aber auch ein schönes Bremen. Vielleicht ziehe ich nach Bremen. Ja. Asphalt ist wieder zurück. Das ist fast so gut wie die Trasse. Ich fühle mich ein bisschen unwohl, weil ich hier einfach mit den Autos auf einer doch relativ stark befahrenen Straße bin. Also nicht wirklich stark, aber es kommen schon immer wieder Autos. Die halten aber guten Abstand, bleiben brav hinter mir. Ich kann hier tatsächlich auch nicht schneller fahren. Ich fahre hier die ganze Zeit mit voller Bremse. Rolle und rolle und rolle. Es geht jetzt gleich nach Bergisch Gladbach und ich glaube, das Bergisch, das steht für die Berge, die da wohl sind. Da könnte es doch einen Snack geben. So, machen wir jetzt mal Pause, ne Hund? Am Zogenhof gab es gerade lecker Knödel. Ich habe leider erst daran gedacht, die zu filmen, als sie schon in meinem Magen waren und ich glaube, das will keiner sehen. Jetzt geht's weiter Richtung Köln.
Vielleicht werden wir in Köln nur vorbeifahren. Also wir werden schon relativ zentral durchfahren. Es wird ein kleines Foto mit dem Dom natürlich geben. Das muss man, glaube ich, machen. Ja, und dann möglicherweise bleibe ich da in der Gegend. Vielleicht fahre ich heute aber auch noch weiter wieder zurück in die Berge, weil es so schön ist. Ich in letzter Zeit ja immer so viel Mecker und auch so ein bisschen Angst hatte, nach Köln zu fahren oder durch Köln zu fahren. Im Moment geht es tatsächlich gut. Der Straßenbelag ist jetzt nicht optimal, aber ich fahre eh nicht schnell, dann geht das. Aber ja, der Weg führt uns eigentlich die ganze Zeit hier durch relativ wenig befahrene Straßen. Also hier ist nur Anliegerverkehr. Da ist sogar mal ein bisschen grün. Bisher nicht schlecht, muss ich sagen. Gut, das wird natürlich im Zentrum wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Ah, mal gucken. Vielleicht bleibt das ja auch so. Hat sie euch? Meine Güte, seid nicht so taub, ey. Meine Fresse. Tauben, ey. Hör nix. Ta-ta-ta, ein Kölner Dom. Ich habe jetzt gerade den Bekannten, mit dem ich mich hier in Köln getroffen hätte, mal angerufen. Und ja, soll nicht böse klingen, aber der hat glücklicherweise keine Zeit. Ehrlich gesagt möchte ich jetzt auch hier erstmal raus. Das ist ja alles ganz nett, aber erstens muss ich mich hier hoch konzentrieren. Und zweitens ist es mir auch einfach zu voll. Und ich glaube, der Rhein ist auch ohne die ganze Stadt richtig cool. Also soweit ich Köln kenne, fahren wir jetzt direkt in die Altstadt. Das, ne? Wir hatten ja gerade Pause und es gibt noch Lakritze. Nicht mich überfahren, Mann! Hey, ich muss hier auf jeden Fall so schnell wie möglich raus. Ja, Wege werden besser. Die Entscheidung ein bisschen aus dem Stadtzentrum raus, weg vom Rhein erstmal, solange man hier im Stadtzentrumbereich ist. Das war schon mal gut. Und auf einmal ist es fast wie in den Niederlanden. Ich habe meine Fahrradautobahn zurück. Ja, dann hoffen wir mal, dass das so oder so ähnlich jetzt bleibt. Damit kann ich leben, auch in der Stadt. Aber das andere, das ist echt... Also bestimmt, wenn man hier in der Stadt wohnt und das jeden Tag macht und es einfach gewohnt ist. Aber für mich ist das echt megamäßig anstrengend. Schneller als die Arosa. Wir sind einfach schneller. Haha! Ah, Arosa hast mich doch wieder eingeholt, wa? Ah, deswegen steht nämlich das hier, damit die Arosa eine Chance hat. Aber nicht mit uns. Wir sehen uns am Bodensee. Wenn du so weit kommst. Ich komme so weit. Glaube ich. Hoffe ich. Das sieht auch gut aus, oder? Da gehe ich jetzt mal ein kleines bisschen rein. Hier sind offensichtlich auch Hunde kein Problem. Dann darf der Hund auch mal ein bisschen. Ja,
Nun gut, Arosa. Mit dem Trick hast du natürlich gewonnen, hier einfach so einen schönen Strand hinzubauen. Naja, wir sehen uns heute nochmal, glaube ich. Ich darf natürlich jetzt nicht zu lange Pause machen, naja. Kleine Pause am Wasser hat gerade richtig gut getan. Jetzt ist die Laune auch wieder ziemlich gut. Ja, die Natur ist wieder da, schöne Wege. Das macht jetzt wieder richtig Spaß. Also man muss echt aufpassen, wenn das Energielevel runtergeht, der Blutzucker runtergeht, der Frust der Freude weicht. Nee, andersrum. Naja, ne, ihr wisst, was ich meine. Da muss man gegensteuern, sonst wird's kacke. Das habe ich auf jeden Fall eben gerade mal wieder gemerkt. Das ist nicht das erste Mal. Aber so ein Schokoriegel hilft da echt erstaunlich gut. Und natürlich Umgebungswechsel, der hat auch sehr gut funktioniert. Okay. Eigentlich möchte ich die Arosa erstmal wieder einholen. Hey, mal gucken, ob ich die kriege. Wir sind natürlich jetzt nicht schnell. Wir sind jetzt eigentlich langsamer als die Arosa. Aber wir kürzen gerade ein bisschen ab. Da ist sie wieder, die Arosa. Also ich werde das jetzt einfach mal als Zeichen deuten. Tatsächlich ist der Platz hier sehr, sehr schön. Wirklich schön. Hier ist kein Sandstrand am Wasser, aber da vorne ist so eine kleine Ecke, sogar mit einer Feuerstelle. Da ist ein bisschen Sand. Ich werde jetzt hier erstmal eine längere Pause machen, aber das kommt jetzt, glaube ich, als Schlafplatz in Frage. Strom habe ich genug. Ich kann mir die Batterie heute Nacht auf jeden Fall vollladen. Ich werde morgen auch sicher ans Ziel kommen. Da hinten ist ein Angler, glaube ich. Ansonsten habe ich hier auch noch niemanden gesehen. Also hinten raus hat sich der ganze Stress des Tages wirklich gelohnt. Ich habe mich jetzt tatsächlich entschlossen, hier zu bleiben. Der Platz lädt einfach, also der bettelt förmlich darum, dass man hier bleibt. Hier ist auch ein bisschen Sand, wo das Zelt draufsteht. Hier sind noch ein paar Einheimische, die gerade gekommen sind. Ich war eigentlich die ganze Zeit alleine, bis ich das Zelt aufgebaut habe. Die machen da jetzt ein bisschen Feuer. Hier ist Feuerholz, theoretisch Feuerstelle, alles da. Mal gucken, so alt werde ich nicht. Ich habe mir jetzt gerade mal beim Kiosk um die Ecke und beim Pizzamann um die Ecke heimisches Bier geholt. Und mal gucken, ich habe das aber noch nicht reingeguckt. Naja, genau. Gibt es eine Pizza? Damit ist das Essensthema für heute auch geklärt. Meine Nudelsauce ist nämlich nicht mehr so geil. Ja, dann werde ich nach dem Essen da nochmal reinspringen. Dann habe ich das auch geklärt. Das heißt, ich gehe nicht stinkend oder klebrig in den Schlafsack. Super gut. Das Wasser ist super schön warm. Und hier im Kofferraum lade ich jetzt gerade den Akku vom Tag. Barney hat übrigens gerade die ganze Zeit hier schön aufgepasst, während ich einkaufen war. War auch nicht weit, aber macht er sehr gut. Keiner hat was geklaut. Wie denn auch? Ja, ich würde sagen, damit ist dann Schluss für heute. Vielleicht gibt es noch Feuer, ich glaube aber eher nicht. Ihr denkt bitte an diesen Like-Button, das mit dem Abonnieren und auch die Glocke. Und wir sehen uns dann bald wieder.